Ja, herzlich willkommen zur Juli-Pressekonferenz. Im Anfang habe ich schon die Akkreditierungsliste für die kommende Saison rumgegeben. Die geht aber auch nochmal per Mail rum. Also kein Stress. Sie bekommen gleich von mir auch die Ankunftszeiten der Spieler am 25. und 24. Juli sowie den Vorbereitungsplan bis zum ersten DEL-Spiel mit allen Vorbereitungsspielen, Mannschaftsessen etc. pp. Carsten Krippner spricht über aktuelle Situation, Kontakt zur Liga, Sponsoren und Ritzmeier über den Sport. Genau, von meiner Seite auch herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Bevor der Franz über den Sport spricht, von mir einfach nur ein paar Sachen, Zahlen und Fakten, wie wir gerade in der Sommervorbereitung sind. Erfreuliche Zahlen gibt es weiterhin im Dauerkartenabsatz. Wir sind jetzt bei knapp 1350 abgesetzten Dauerkarten. Es ist im Vergleich zum letzten Jahr weiterhin ein paar Dauerkarten mehr, was erfreulich ist. Und was umso erfreulicher ist, dass wir im Moment bei weit über 100 Neubestellungen sind. Also wir haben da einen positiven Trend und eine positive Grundstimmung. Ein paar sind jetzt nochmal dazugekommen oder werden auch in den nächsten Tagen nochmal kommen. Das sind die Leute, die auch wirklich warten, bis wir offiziell die Lizenz bekommen haben. Die haben wir ja nun letzte Woche auch offiziell bekommen. Und da rechnen wir dann auch nochmal mit ein paar Bestellungen. Ja, und peu à peu soll es dann immer noch mal mehr werden, sodass wir zum Saisonauftakt hoffentlich bei mehr Dauerkarten sind als im Vergleich zum letzten. Zum ersten Saisonspiel haben wir so eine Blind-Date-Aktion gemacht. Auch das ist ganz gut angenommen worden. Haben wir online versucht zu vermitteln, ohne dass der Gegner bekannt war, zu einem etwas vergünstigeren Preis Tickets abzusetzen. Da sind wir bei knapp 300 Stück gewesen. Das ist auch okay. Wir haben diese Aktion noch nicht vorher gemacht und das deutet sich ein Ticket kaufen, ohne dass der Gegner feststeht, hatten wir ja auch noch nicht. Glücklicherweise für die Person ist es dann Mannheim geworden, also ist ja wirklich ein attraktives erstes Heimspiel, was wir dann haben. Und wie gesagt, mit 300 Stück sind wir okay für den Anfang, aber wir wollen ja mehr von solchen Aktionen noch machen. Im Bereich Sponsoring, die ersten zarten Pflänzchen sprießen, beziehungsweise die ersten Sachen konnten wir jetzt so langsam unter Dach und Fach bringen. Ich kann leider heute noch nicht Sponsorennamen nennen, können wir aber in den nächsten Wochen dann machen. Verträge sind unterschriftsreif zu den möglichen neuen Sponsoren im Postweg. Jetzt ist ein bisschen Urlaubszeit, von daher verzögert sich manchmal was. Aber wir werden da 1, 2, 3 neue Verpflichtungen, wenn man das auch im Bereich Sponsoring so sagen kann, verkünden können. Da ist jetzt noch nicht der große Hauptsponsor bei, das ist auch klar. Nichtsdestotrotz, diese positive Grundstimmung, die wir ja haben, die hat sich auch auf diesem Markt so langsam, schlägt sich das auch aus. Und auch das ist positiv zu sehen. Und zu guter Letzt noch zu dem Thema TV. Die Liga hat bekannt gegeben, die Spiele, die jetzt auch auf Sport 1 laufen, da sind wir ein bisschen unzufrieden mit, ehrlich gesagt, haben wir es auch an die Liga übermittelt. Es ist so mit dem neuen TV-Vertrag. Freuen wir uns, dass jedes Spiel live übertragen wird von der Telekom und jedes Spiel auch letztendlich frei empfangbar ist für diejenigen, die das gerne gucken möchten. Nichtsdestotrotz ist so eine Sublizenzierung, wie sie erfolgt, an die Sport 1 oder an Sport 1 auch ein Fund. Und wir sind da jetzt genau einmal berücksichtigt worden im Vergleich zu Vereinen wie Düsseldorf und Köln, die da fünfmal berücksichtigt worden ist. Und da sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass ein gewisses Gleichgewicht ist. Ist jetzt in dem Fall noch nicht so. Und da würden wir uns eigentlich freuen, wenn wir in der nächsten Zeit oder in der nächsten Zukunft da auch mehr stattfinden würden. Weil so ein Spiel auf Sport 1 ist dann nochmal ein Highlight für uns. Und da hoffen wir dann demnächst noch mehr Präsenz zu haben. Danke. Dein Kader steht, der Spielplan ist bekannt gegeben. Was macht es an der Trainingsfront? Ja, ich muss sagen, wir sind jetzt ein bisschen in den Endzügen angekommen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht eine Frage an Herrn Krippner oder wie verfahren wir jetzt? Oder erst? Gerne. Okay. Herr Krippner, Sie sagten, positiver Trend bei den Dauerkarten und Sie hoffen, Vorjahrsniveau zu erreichen, beziehungsweise noch darüber hinaus zu schießen. Was war der Dauerkartenabschluss vorher? Was würde das bedeuten? Also ich kann sagen, dass wir so, sagen wir mal, so 20, 30 mehr Dauerkarten abgesetzt haben zu dem jetzigen Zeitpunkt wie im letzten Jahr.
Okay, das war klar. Aber Sie hatten gesagt, dass Sie das Ziel haben, mindestens genauso viel wie im Vorjahr bis zum Saisonstart. Bin ich überfragt, kann ich jetzt genau nicht sagen. Können wir nachliefern. Gut, naja, als Sportler sehe ich, wir sind ein bisschen so, sozusagen in den Endzügen vom Sommertraining. Man merkt es jetzt auch langsam, dass die Jungs Richtung Eis tendieren. Also sie ist so, die haben sehr gut gearbeitet. Wir haben auch schon mal ein paar Tests gemacht, um ein bisschen auch zu messen, ja, vor allem für das Mentale von den Jungs auch zu sehen, wie sie sich verbessert haben. Und war schon eine deutliche Steigerung zu sehen. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir jetzt die letzte Woche. Danach sind nochmal 10 Tage frei, wo jeder nochmal hier weg soll und sich seinen Kopf frei bekommen soll und sich erholen soll. Natürlich individuell wird nur weiter trainiert. Und ja, am 25. sind dann alle da und dann gestalten wir die erste Woche viele organisatorische Sachen, werden aber auch trainieren und Tests machen. Und ja, am 1. August geht es dann richtig los. Ja, war jetzt schon jemand von den Neuzugängen auch beim Sommertraining mit im Einsatz, hat sich mal hier blicken lassen oder eher noch nicht kommen Kontingentspieler erst am 25. Ja, die Kontingentspieler, die kommen erst am 25. Also so, lass mich überlegen. Gut, der Mike Little war ja am Anfang mal da, ja. Hat sich auch vorgestellt und hat ein paar Mal mittrainiert. Mhm. Und bevor er dann auch in seinen Sommerurlaub gegangen ist, das heißt Sommerurlaub, nach Hause, um da zu trainieren. Und ansonsten war halt die komplette deutsche Fraktion war hier und hat trainiert. Wie sieht es eigentlich auf der Position des dritten Torhüters aus? Sind wir im Moment dran, haben wir Gespräche mit Duisburg, gibt es nicht so viele Kandidaten. Und ja, wir wollen das halt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Na, das ist, wir werden auf jeden Fall den Justin Schwörs lizenzieren, der Nummer 1 von Duisburg, der wird bei uns lizenziert sein. Aber wir brauchen trotzdem noch einen weiteren Torhüter für Duisburg und uns gemeinsam, der für beide Mannschaften zum Einsatz kommen könnte. Bezüglich Kooperation mit Oberliga-Vereinen werden wir aber auch nochmal ein eigenes Pressegespräch veranstalten und dort dann auch Förderlizenzspieler vorstellen. Oberliga, das bedeutet dann Duisburg. Ja. Wie ist der Stand der Linie Kooperationspartner DEL2? Es gibt dann immer so viele, die übrig sind, aber... Ja, es laufen dann natürlich Gespräche, weil man ist ja mehr oder weniger verpflichtet, einen Partner zu haben. Wir sehen ehrlich gesagt die Sache ein bisschen anders. Also es ist eigentlich gibt es diese Verpflichtung nur auf dem Papier. Ja, weil wir haben unsere Spieler, die bei uns im Kader sind, ja, die sollen auch hier spielen. Ja, sicher wird der eine oder zweimal aus dem Kader fallen, aber da kann es am nächsten Tag schon wieder sein, dass wir die brauchen. Ja, also wir haben eigentlich schon, wie man sieht, wir haben auch nur 13 Stürmer, also mit Louis Spitzner, Förderlizenzspieler von Duisburg, 14 Stürmer im Kader, aber 12 werden ja immer in der Line-Up sein, also wird nur einer rausfallen, wenn überhaupt. Oft sind ja auch Spieler verletzt und dann ist eigentlich für uns eher der Weg nach Duisburg. Ne? Und wenn die am Freitag Spielpraxis holen sollen, trainieren tut ihr immer mit uns. Ne? Deswegen ist es eigentlich schwierig, auch muss man auch sagen, für die kleineren Vereine finanziell gesehen, ja, dass wir können uns nicht leisten, einen Spieler wie Klöpper oder Ohrendorz jetzt mal ein halbes Jahr abzugeben. Warum? Ja, wir bezahlen die, um hier zu spielen. Ja, ich finde das auch, also ich möchte jetzt da nicht der Liga oder was vorgreifen. Ich denke, da sind auch Gedankengänge, die gemacht werden. Aber es sollte nicht der Sinn sein, dass der DEL-Ligist den Zweitligisten die Spieler bezahlt. Ja, weil die Zweitliga ist auch eine Profiliga. Und Förderung der jungen Spieler ist es nicht, dass sie in der zweiten Liga so ein bisschen mitspielen. Ja, es gibt natürlich Vereine wie München, Mannheim, die haben genügend Geld und was ich auch gut finde, dass die viele junge Spieler auch unter Vertrag nehmen und die dann auch bei Zweitligisten parken, aber um in der zweiten Liga zu spielen, muss ein Spieler eigentlich fast so bereit sein, wie wenn er in der DL spielt. Also
zweite Liga ist ja auch eine Profiliga, da kann ich nicht 17 sein oder 16. Ja. Wenn ich so gut bin, dann kann ich eigentlich auch in der DL spielen. Also ich sage, bei Klöpper oder Ohrendorz mal ein Ja, sie da, wenn sie so bei so einem Zwischenschritt sind, zu parken, das ist okay. Aber es ist schwierig auch für einen Zweitligatrainer, wenn ich jetzt am Donnerstag einen hinschicke, dass er den auch dementsprechend dann einsetzt. Ja, weil das ist ja, in der Oberliga geht das schon leichter. Ja, und wie gesagt, für uns ist Maxime, die Jungs sollen hier weitergebildet werden, ausgebildet werden und wenn möglich auch hier zum Einsatz kommen. Das heißt, Sie haben keine Strafe oder Sperre zu befürchten von den Zuschauern? Nein, man muss ja, wie gesagt, es laufen Gespräche, wie auch immer, da gibt es ja auch so ein paar Gentleman Agreement oder wie auch immer, aber das ist so interne Gespräche. Fakt ist, dass man 3 Spieler lizenzieren muss. Heißt nicht, dass sie das spielen müssen. Zumindest zu meinem heutigen Stand. Ich meine, ich spreche da auch nichts dagegen, wenn wir jetzt einen Partner haben und der Spieler von uns ist lange ausgefallen oder ist irgendwie, oder unser Kader wird aus anderen Gründen größer und wir schicken den mal 2 Wochen dann dahin. Aber insgesamt macht die Kooperation mit der zweiten Liga nur bedingt Sinn. Also das einzige Beispiel, wo es geklappt hat, war eigentlich mit Nürnberg und Frankfurt, aber auch nur deswegen, weil Nürnberg so einen großen Kader hatte und sich es geleistet hat, einen grenzwertigen Nationalspieler wie Marco Pfleger in Frankfurt zu packen. Ja, aber der wird bei uns sicher wahrscheinlich in den ersten 3 reinspielen. Und in Augsburg auch und in Schwenningen. Ja, also ich meine, die Jungs, wir haben es ja deutlich oft bewiesen, Spieler wie jetzt, wenn ich ihn immer wieder nenne, Fabio Pfohler, der hat nie in der zweiten Liga gespielt. Für ganz junge Spieler ist es wichtig, dass sie möglichst viel trainieren, gefördert werden, Eiszeit bekommen, in speziellen Situationen auch spielen. Ja, und dann, wenn sie an einem gewissen Punkt sind, dann reicht es eigentlich meistens schon für die DL. Ja. Oder halt, wie gesagt, es wird sowieso schwer. Also ich habe selten einen Spieler gesehen, der dann 2-3 Jahre in der zweiten Liga gespielt hat und dann hochkam. Gibt es immer wieder diese Beispiele. Michael Wolf ist ein gutes Beispiel, der war aber fest lange in der zweiten Liga und kam dann hoch. Aber dieses Förderlizenz DL zweite Liga halte ich für bedingt sinnvoll. Hat die ganzen Kontingentspieler alle aus Nordamerika kommen? Ist das jetzt ein Konzept gewesen von euch? Oder ist das mehr oder weniger Zufall gewesen, wie der Markt sich aufgestellt hatte? Das ist wie insgesamt auch, ob wir sie von drüben holen oder ob von hier. Mein Ziel war immer, die bestmögliche Mannschaft zusammenzustellen. Ich hatte eine große Liste, da waren Finnen, Schweden, Norweger, das war noch drauf, Amerikaner, Kanadier, war alles Mögliche drauf, Lette, Däne war drauf und am Ende des Tages und von überall, also von allen möglichen Ligen, alle Ligen, die ich gesehen habe, am Ende des Tages ist es so ausgegangen, dass wir eigentlich nur Spieler aus Nordamerika geholt haben. Däne ist immer noch drauf. Ha? Däne ist immer noch drauf. Ja, aber ich meinte, jetzt ist ja kein Neuzugang. Überhaupt, der ganze Kader besteht jetzt ja nur aus mehr oder weniger Deutschen, wenn man jetzt alle Eingedeutschen auch damit zunimmt und eben Nordamerikaner. Und das ist ja, glaube ich. Nein, Dänen. Ja, aber wie gesagt, mir ist es eigentlich ziemlich egal, wo die herkommen, die Spieler. Ich möchte das Bestmögliche, also ich bin jetzt nicht. Alle müssen Leistung bringen. Ja, ob der Amerikaner ist, Deutscher ist, Skandinavier, das ist einfach das. Was wir jetzt verpflichtet haben, war uns so, gefiel uns am besten oder hat uns am besten ins Konzept gepasst. Sowohl finanziell als auch sportlich. Das möchte ich mir gleich mal dazu sagen, sind ja schon ein paar Spieler jetzt mit Namen gekommen, aber es ist definitiv nicht so, dass sich der Etat erhöht hat. Das ist nicht, weil die Spieler ein bisschen bekannter sind oder so, ist nicht der Fall. Wie sieht deine Zusammenarbeit mit deinem Trainerteam aus? Läuft sehr gut, muss ich sagen. Wir sind sehr fleißig. Wir waren jetzt immer die meiste Zeit zu viert. Wir versuchen auch den Robin Beckers aufzubauen, ja, als zukünftigen wichtigen Trainer hier im Verein. Das ist, denke ich, was ich schon öfter betont habe, auch was ganz wichtig in Deutschland ist, dass halt die Trainer weitergebildet und ausgebildet werden. Ja. Und wie gesagt, wir haben halt
der Elmar und ich, wir leiten die ganze Sache mehr so. Der Elmar ist weiterhin auch der Chef vom ganzen Nachwuchs. Und der Wille und der Robin haben halt viel, in Anführungsstrichen, die sportliche Arbeit gemacht. Aber jeder hat so seinen Teil übernommen. Der Wille hat natürlich seinen Input gebracht, den wir wollten. Er hat gewisse Teile des Sommertrainings übernommen, den anderen Teil habe ich geleitet. Beziehungsweise der Elmar und ich haben mehr so mehr die Richtung vorgegeben. Und Robin und der Wille haben Teile davon ausgeführt. Ja, und wir waren immer zu viert. Und da konnten wir immer gut sehr individuell auf die Spieler eingehen. Ja, und ist sehr gut gelaufen bis jetzt. Erstes Eistraining ist dann am 1. August. Früh. Ja. Wann? Prozent? Ist der das schon? Ja, ist noch nicht, steht noch nicht 100%. Aber vormittags. Vormittags? Ja. Okay. Das ist auch nicht recht überlegen, ob ich Montag plan hier irgendwie noch ein öffentliches Training, dann auch für die Fans in den Abendstunden, an den Folgetagen, da ist sowas eher nicht vorgesehen. Also wir werden fast jeden Tag zweimal trainieren, auf jeden Fall, weiß. Ja, klar. Ja. Das zeigt sich dann, das werden wir sehen. Bitte? Das werden wir dann sehen und dann bekannt geben. Okay. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Fans gerade so doch einige neu zugegeben sind, da mal besser haben. Kapitän Franz, wirst du gewählt von der Mannschaft oder bestimmst du? Bestimme. Du bestimmst es. Aber erst vor dem ersten Meisterschaftsspiel oder schon vorbei? Bei der ersten Besprechung. Bei der ersten Besprechung. Ein Riesengeheimnis. Alles klar. Lass ihn mal überraschen. Vielleicht bist du da so. Nein, aber bestimme ich das. Meine Entscheidung ist getroffen. Okay. Kapitän und Assistenten. Und werde ich dem ersten. Ich möchte es halt nur der Mannschaft erst bekannt geben. Ja, und dann, bevor ich das öffentlich sage, wird Mannschaft erst von mir erfahren, wer der Kapitän und Assistenten sind. Und es gibt aber natürlich auch einen Mannschaftsrat. Also es gibt da nicht nur die drei, sondern es gibt noch zwei, drei andere Kandidaten, die, wie zum Beispiel unser Torwart, der ein gewichtiges Wort in der Kabine hat. Ja, und der aber halt keinen Buchstaben tragen wird. Ich sehe kein Nordamerikaner. Immer noch nicht. Nur die Italiener. Dann bedanke ich mich.